Petra and Carsten Dickel live in the rural north of Hessen, in an area called Schwal. It's important, Petra, that she passes on local traditions to her children. Ich finde es wichtig, dass die Kinder wissen, wie viel Arbeit da drin steckt, so ein Brot zu backen. Petra works in her parents' pottery workshop. The family produces local Schwan ceramics and jewelry. Her father, Peter Erbe, is not a local, but from the capital, Berlin. Gudrun Erbe was born here in Willingshausen and is passionate about her town. Mein Dörfchen ist wirklich einzig in seiner Art. Das habe ich mal irgendwo in einem Buch gelesen, habe ich gesagt, jo, hast du genau auf den Punkt getroffen. On Whit Sunday, the Erbe family invites artists and craftspeople to their farmhouse and hosts a large fair. Schwalm is a rural area in the north of the Hessen region in southeastern Germany. The little river Schwalm gives the area its name. It's always been traditional farming country. At the turn of the 19th century, pastoral scenes fascinated the art world. Many artists moved here and a painter's colony was founded. The museum in Willingshausen is dedicated to the first artists that settled here. The traditional Tracht clothing was always a popular motif. Schwalm cooking is simple and hearty. One of the specialties is the Ahlerwurst, an air-dried sausage made from pork. It's early summer, and Petra is taking the dogs for a walk across the meadow. She's also collecting wild herbs. What some might consider as weeds, Petra makes use of in the kitchen. Elder, dandelion, and stinging nettles are bursting with vitamins and other nutrients. Petra is going to make a super green smoothie out of them. Wir haben das bei den Landfrauen ausprobiert mit verschiedenen Kräutern und hatten dann einen Vortrag und durften alle kosten, verschiedene Smoothies, und waren dann doch angenehm überrascht, was man alles reinmachen kann und dass es halt auch schmeckt, ne? Und gesund ist. On the way home, she pops into her parents' workshop. Morgen. 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 Malst ja schon die Schilder? Jo. Wie viele Schilder musst du denn noch malen, Mama? Also ich habe jetzt auf jeden Fall noch die Mühle drüben. Das ist natürlich ziemlich lang, da ist viel Text drauf. Ja. Und wenn ich die hier habe, dann haben wir die ersten fertig. Und dann könnte das Hirtenhaus, das kann ja dann schon aufgehangen werden. Dann kann ich das ja mit dem Reinhold machen. Ne? Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Papa. As the oldest painter colony in Germany, Willingshausen is a well-known town. Even today, locals are proud of its heritage. Wir sind stolz, in dem Malerdorf Willingshausen zu Hause zu sein. Und wir haben von Kind auf gelernt, dass es etwas Besonderes war, dass hier Maler waren, dass die hier gemalt haben. Und mit diesen Schildern möchten wir halt auch noch mal auf ganz bestimmte Häuser hinweisen. Petra and Carsten only live a little way from her parents. Today, they're making Schwalmian dumplings. The key ingredient is grated potatoes, a job for the man of the house. The smoothies couldn't be easier to make. The rinsed leaves go in first, then strawberries and apple juice, which act as natural sweeteners. The flaked almonds help the body absorb the vitamins. One can leave or add almost anything, according to taste and season. Da kann man alles nehmen, alles, was man im Garten findet. Was genießbar ist, auch kleine Blätter von Kirschbaum, vom Apfelbaum, Birnbaum. Wichtig ist halt immer, dass man kleine Blätter nimmt, die sind halt zarter. Carsten squeezes the water out of the raw grated potatoes, so they stick more easily. Soft cooked potatoes added too to become one big sticky mass. The soft potatoes require a little more skill with the grater. Ich weiß nicht, warum das bei dir wie Kleister wird. Meinst du es wie Kaugummi? Guck mal. Du brüllst die gleichen Kartoffeln. Ja. Druck und Gegendruck.
heißt das beim Töpfern. Leeks and alle Wurst are chopped. Egg and the leeks are added to the potato mass alongside oregano and salt. It's kneaded until it forms a firm dough. The Wurst and breadcrumbs make up the filling. Du machst die Hauptarbeit. Ja. Guck. Ich mache hier nur Spaß. So sehen sie gut aus. Wie gemalt. The potato dumplings are served with diced bacon, known here as Speck, and onions. Lisa, Leah and Emily are on their way home from school. Total gut. Hallo Mama. Essen ist fertig. The three girls will also be helping at the fair. Da müssen wir auch gucken, wer noch alles hilft, wen wir noch einspannen können. Ne? Also ich glaube, die Mia wird auf jeden Fall kommen. Und ich glaube, Laura wollte mit ihren Eltern mal vorbeischauen. Freut ihr euch denn auf das Hoffest? Ja. Ich mag das Hoffest sehr. Ich finde das Ponyreiten auch immer sehr schön und so Tontiere anmalen oder so. Und man kann sich auch Wunden schminken lassen. Reinhold Korrell is a man who likes to take charge and also a hobby gardener. His homegrown potatoes are free for his neighbors. Hallo. He volunteers to do the organizing for some of the town events. Wie weit sind denn eigentlich die Schilder? Na schau, sind fertig. Alte Schule und das Hirtenhaus auch. Das macht sich bestimmt schön an dem Fachwerk. Das passt bestimmt wunderbar dazu. So, dann packe ich dir die ein bisschen ein. The Shepherd's Cottage is one of the oldest buildings in the village. It was built over 450 years ago. Reinhold, der Kratzputz ist ja noch ganz schön, der ist in Ordnung. Aber guck mal, der Hörte, der müsste mal ausgebessert werden. Da müsste was gemacht werden. Ja. The patterns are engraved into the outside walls, an old craft method. Young artists live in the house. It's part of a scholarship scheme that allows them to reside there for several months and paint, keeping the artistic tradition alive in Schwalm. And that's not all that falls into Reinhold's remit. Ach, das ist Reinhold. Grüß dich, Bärbel. Was mir gerade einfällt, die Dorflampe, die ist nicht mehr in Ordnung. Oh ja, da werde ich meinen Rasen gleich anrufen am Bauhof. Tschüss. Ja, tschüss. Guten Tag. Grüß dich, Ralf. Hallo. Sind denn die Waschstange schon für das Silberfest fertig? Sind fertig, ja. Bringst du sie? Ich kann sie bringen. Gut. Alles klar. Mach's gut, ciao. Trained as an industrial manager and always a devoted member of the community, Reinhold finds time for everyone. Zeit, es noch Zeit. Macht sie. Komm bei. Like in many rural areas, more and more of the younger generation are moving to the cities. So it's all the more important for the remaining village community to work together. This requires dedication and patience. Ich hab zeitlich habe ich ein bisschen ein Problem. Ich war nicht so gedacht, dass ihr es hochbringt, aufbaut. Könntet ihr das irgendwie organisieren? Versuch's mal. Wenn's nicht klappt, ruf mich in einer Viertelstunde, 20 Minuten noch mal an. Ja. Wir haben halt das Problem, dass die Jugend halt die Arbeitsplätze hier nicht hat und halt wegzieht. Und zum Schluss bleiben dann die Alten übrig. Wir haben sicherlich einen sehr hohen Altersdurchschnitt im Ort, aber dem gilt es jetzt entgegenzuwirken, zu sagen, wir sind Willingshausen, wir bringen das nach vorne, wir wollen hier Arbeitsplätze schaffen. Und das kann man vielleicht auch über den Tourismus herbeiführen, dass sich mehr Leute wieder hier einfinden. In the kitchen, Gudrun is using the old stove to make waffles. They're made out of a dough containing plenty of yeast. A classic recipe of yeast, eggs, sugar, cream, milk, and butter. Das gehört einfach zusammen. Zieh ja auch nicht den Schuh an die Hand an. Ne? Also das alte Rezept, der Teig, das Waffeleisen, das ist eine Sache. Das ist, was man weitergeben kann. Und man wird sich immer daran erinnern, wie warm der Ofen war, wie warm die Küche war. Und wenn die Waffeln aus dem Eisen rauskommen
und dann noch warm gegessen werden, das sind Erinnerungen. Also ich habe es nie vergessen und ich denke mir, meine Enkelkinder werden es auch mitnehmen. Before the dough was poured on, the waffle iron was greased with bacon fat. This gives the waffles their special flavor. Hallo. Vorsichtig, es ist heiß. Danke. Heiß. Hast du hier schon? Ja. Dann, wenn ihr Zucker drauf habt, könnt ihr es auf den Pfannkuchenteller drauflegen. Schön langsam. Langsam, am besten nach oben. The Brothers Grimm Fairy Tales are an important part of an afternoon with Grandma. Das Rotkäppchen, ja, das Märchen ist mein absolutes Lieblingsmärchen. Ja, aber es gibt ja noch ganz viele andere Märchen, die die Gebrüder Grimm hier geschrieben haben. Supposedly, Schwalm served as inspiration for many of the Brothers Grimm Fairy Tales. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, komm Rotkäppchen. But for the locals, it's beyond any doubt the Little Red Riding Hood came from Schwalm, even if it is myth and legend for most. Petra is making use of the afternoon to get some work done. She's decorating the clay crockery with a mixture made of minerals and mortar. Peter is a trained sign painter. He's been running the pottery workshop here for over 35 years. Ich bin nicht aus dieser Region und ich kann mich nicht so wirklich mit der Tradition identifizieren. Ich kann es einfach akzeptieren, tolerieren. Und das habe ich, denke ich mal, ganz gut soweit geschafft und bin auch so letzten Endes akzeptiert, wie ich bin. Also zum Anfang haben sie schon alle mal probiert, ja, der Berliner und was will er hier. War schon mal ein schwerer Stand, aber mittlerweile ist das okay. Petra has made a sourdough for bread. It takes several days to bake the bread, which makes the taste so unique. Genau, immer so mit dem Handballen runterdrücken. Die Kinder essen es auch viel lieber, wenn sie wissen, sie haben selber was damit gemacht. Sie haben selber geholfen, kneten und formen und gebacken. Und auch in der Schule sind sie ganz wild darauf, wenn die Kinder ihr eigenes Brot mitbringen. Mögen alle gerne, ne? Ja, Mama, geht das so? Modern ovens don't get as hot as the old wooden ovens which were used to bake bread. The family solved the problem by converting the pottery oven into a baking oven. Vorsicht. Ja. Zwei Stück kommen noch. Carsten restored this tractor himself. He and his daughters have long shared an old tradition from the Schwalm. On Whit Sunday, they go and cut fresh beech tree branches and use them for decoration. Also ich denke, bei der heutigen Generation ist es wichtig, dass man den Kindern das vermittelt und die alten Brauchtümer weitergibt, damit die überhaupt wissen, was die Eltern und Großeltern früher gemacht haben und nicht nur den ganzen Tag Handy und Computer. Petra is using the rest of the sourdough to make Kartoffelplatz. It used to be a poor man's recipe. The dough left over from the bread making is rolled out and covered in grated potatoes. One can also make an Onionplatz, a sweeter version with apples. Petra presses the potatoes together and adds fatty Speck, eggs, lard, and a type of curd cheese called Quark.
Caraway seeds are then added. Not a meal for the faint-hearted. Die Schwärmer haben früher kräftig gearbeitet, viel gearbeitet auf dem Feld, anstrengende Arbeit. Und da brauchten die auch deftiges Essen für die Energie. Heute bevorzugt man eher die leichte Küche mit weniger Kalorien. Aber durchaus kann man sich das ab und zu mal gönnen. Wenn es mir einfach zu mächtig wird, dann mache ich etwas weniger Speck dran. Da kann man ja variieren. Today, Petra is sticking to the original recipe. A lot of Speck and a lot of onions. Guck mal, da ist auch eine schöne Stelle. Gudrun has come up with an artistic adventure for her grandchildren today. Schau, wenn wir das haben, wir noch mal, ist ein ganz anderes Braun, ist ein gelbliches Braun. They're getting all of their colors straight from nature. Das könnte nachher ein Sonnenschein in eurem Bild werden. Und dann richtig so reiben, schau mal. Aha, hier in diesem Ganzen liegt jetzt auch dieses Haptische drin. Ne, dieses Erforschen und Ausprobieren und dann nachher mit diesen vielen Strukturen umzugehen. Da etwas drin zu erkennen, die Fantasie anzuregen. Alles das, finde ich, stärkt die Kinder. Und das for drawing, they use pigments from different types of stone and minerals. Any forms they recognize on the canvas are brought out with a sponge and coal crayons. The Kartoffelplatz is served for dinner. A good source of energy for everyone who will be helping at the fair. The family has been inviting people to the fair and into their home for 17 years, and it quickly became an event in the local calendar. Schön, die sind aber toll geworden. Das ist ein Diamant. Das ist ein Feuer. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Wann geht's denn los, Moi, früh? Habt ihr schon? Wir holen um 9 Uhr holen wir das Geschirr. Ja, können wir die Ständer einrichten? Ja, ich kann halt für das Salz. Petra makes sure she gets started on today's lunch well before 9. Weißt du, was wir kochen? Was denn? Wir kochen Rindfleisch und steifen Reis. Lecker. Ja, genau, richtig schrubben. For this so-called Schwalmien wedding dish, they start preparing vegetables for the stock. It's cooked together with the meat for 2 hours. The broth is then used for sauce and also to cook the rice in. Horseradish and potatoes are grated for the sauce. The root vegetables give it the desired thick consistency. Nase läuft, hä? Das ist der Meerrettich. Both are placed in the broth with some butter and cooked for half an hour. Salt and pepper is added to taste at the end. The rice is flash fried in butter before it's cooked in the meaty broth. A touch of saffron then gives it its yellow color. Once lunch is made, Petra drives to Höhe Grenzhausen in the Westerwald, to the ceramics market. A little while ago, she was given the permit to have a stall at the popular market. As ceramics are used less and less for everyday purposes, the family have started to diversify and make jewelry as well. This is where she sells the pieces. It's a new venture, and Petra is enjoying the challenge. It's also proving a valuable source of income. Das ist auch so ein Hingucker durch diese hellen Perlen, die zwei roten, die dann so leuchten. Ich stelle den Anhänger hier unten fest, damit er immer in der Mitte bleibt, ja? Die Ware zu zeigen und zu verkaufen und den Kontakt zu den Kunden aufzunehmen, das mache ich gerne. In der Werkstatt oder die Familie, Kinder, ist auch alles schön, aber
immer was unternehmen, andere Gegend sehen und neue Menschen kennenlernen, die Sachen, das macht schon Spaß. Manchmal entstehen sogar Freundschaften, viele Standbetreiber kennen sich untereinander und das hat schon so ein bisschen was Familiäres. The helpers and the children are hard at work decorating the barn with the beech they gathered earlier. The first guests will be coming in a few hours, and the vendors want to start setting up their stalls. The so-called wedding dish only used to be cooked on special occasions, as in the past, meat was an expensive luxury. Now it's just the right meal to fill everybody up. Hier, auch der Eiswagen kommt wieder so spät. Der ist schon da. Ist schon da. Da. Ei. Without Gudrun, there wouldn't be a festival. Anhänger, du musst raus, weil das Eis muss rein. About 2,000 visitors will be coming today. Without too much fuss, Gudrun makes sure everyone is taken care of. Ganz weich. Schön. Ohne Wein und Brot ist Venus tot, heißt es auch, aber ohne Kuchen. Wir machen es mit Kuchen. Schön. The Schwalmientracht has disappeared from the everyday, but is still well known and recognized throughout Germany. One of their neighbors collects the traditional clothing pieces. Just putting them on is something one has to learn, and the girls need a lot of help with this. Denke ich. Denk mal, dass die 120 Jahre alt sind. 120? Okay. 1994 erstellt. 1800? Carsten is busy in the kitchen. He needs to make potatoes and Duckefett, a traditional sauce that he wants to prepare for all the people helping at the fair. The sauce is made of fatty speck and onions, fried together. Der Name Duckefett kommt davon, dass man die Pellkartoffeln in dem Fett duckt und dazu isst, weil es rein zum Ducken gedacht ist. Das Ducken heißt reintunken der Pellkartoffel. Some water is then added to the Speck and onions, and sour cream and some salt give the last touch to this typically hearty Schwalmien recipe. It's accompanied by Latsch, how the locals refer to salad. He adds two elder leaves to the bowl. It's usually regarded as a weed, but here is considered a healthy and tasty vegetable. Chives and onions also go in. In Schwalm, not even the salad is something for those who are watching their calories. The sauce is laden with sour cream and cream. The finishing touch is a spoon of the Duckefett sauce. It adds a little bit extra to what some here might consider a light meal. The visitors even get to try the homemade bread the children baked. The stalls are mainly offering arts and crafts, all traditionally handmade. And amongst the hustle and bustle, even the organizers can allow themselves
a well-earned rest. Hast du gut gemacht, Carsten. Danke. Das sieht gut aus. Kartoffelkuchen kann ich. Eigentlich sehen sie doch alle sehr glücklich aus. Und dann, das ist das, was wir wollen. Die Arbeit hat sich gelohnt. Ne? Ja, da freuen wir uns echt.